In den kommenden Monaten erhalten die Fernwärmekondinnen und Kunden der Wien Energie ihre Jahresebrechnung für 2023-24. Der Energieversorger rechnet dabei nicht mit vielen Nachzahlungen und auch für die kommenden Monate dürften die Preise ihr Niveau halten. Wir können zum heutigen Tag davon ausgehen, dass die Marktpreise bis ins nächste Jahr hinein stabil bleiben, ey, sagte Wien Energiechef Michael Strebl am Donnerstag vor Journalistinnen und Journalisten. Bei der Fernwärme gibt es zwei Tarifmodelle. Jene, die dem amtlichen Preisbescheid unterliegen und indexierte Tarife. Für jene Kundinnen und Kunden, die dem Preisbescheid unterliegen, führt Wien Energie in der kommenden Heizsaison die Vergünstigungen aus dem Vorjahr weiter. Der Arbeitspreis wird mit 43 Prozent, der Grundpreis mit 20 Prozent rabattiert. Indexierte Verträge orientieren sich vor allem am Großhandelspreis für Erdgas. Dieser dürften laut Streble stabil bleiben. Momentan sehen wir eine Seitwärtsbewegung, eh, sagte der CEO. Für den Fall, dass sich die Marktpreise doch deutlich verteuern, hat Wien Energie ein 50 Millionen Euro schweres Schutzpaket für indexierte Tarife geschnürt. Eine Nachzahlung in der aktuellen Jahresebrechnung haben Kundinnen und Kunden laut Wien Energie nur dann zu befürchten, wenn sich ihr Verbrauch bei Wärme- oder Warmweser erhöht hat oder wenn die Teilbeträge zu gering waren etwa weil man erst kürzlich in eine neue Wohnung gezogen ist und der Verbrauch noch nicht richtig eingeschätzt wurde. Die Teilbeträge für das kommende Jahr dürften bei der Kundschaft, die dem Preisbescheid unterliegt, unverändert bleiben. Bei indexierten Tarifen ist mit einer Erhöhung der Teilbeträge für das kommende Jahr zu rechnen, da hier ein Energiehilfepaket des Energieversorgers für 2023 ausläuft, das heuer für deutlich reduzierte Teilbeträge gesorgt hatte. Die Teilbeträge dürften demnach ab November auf Dezember steigen, ehe sie wieder auf das normale Niveau angehoben werden, eh, sagte Strebel. Unter dem Strich bleiben die Kosten konstant, eh, so der Wien-Energiechef. Die beiden Tarifmodelle sind etwa vergleichbar mit fixen und variablen Tarifen bei Strom. Anders als beim Strom kann man sich als Mieterin oder Mieter allerdings nicht aussuchen, welche Variante man bekommt. Die Abrechnung ist im sogenannten Heizkostenabrechnungsgesetz geregelt. Zu welcher Gruppe man gehört, steht im Vertrag und in der Jahresebrechnung. Von rund 450.000 Haushaltskondinnen und Kunden haben aktuell etwa zwei Drittel einen Vertrag, der dem Preisbescheid unterliegt. Zukünftig wird der Anteil der indexierten Tarife steigen. Ältere Verträge basieren meistens auf dem amtlichen Preisbescheid der Stadt Wien. Wien Energie kann die Anpassung dieses Preisbescheids beantragen, wenn sich die Erzeugungskosten ändern. Zuletzt war das 2022 der Fall. Der Haushalt hat dabei einen direkten Vertrag mit dem Energieversorger. Seit 2004 gibt es indexierte Tarife, bei denen die Preisentwicklung am Energiemarkt automatisch an Kundinnen und Kunden weitergegeben wird. Seit 2013 werden nur noch solche Tarife abgeschlossen. Hier hat Wien Energie etwa einen Vertrag mit der Hausverwultung oder der Hauseigentümerin, die auch verantwortlich für die anteilsmäßige Verrechnung an die Nutzerinnen und Nutzer im Haus ist. In diesem Fall kann die Rechnung von der Hausverwaltung Drittanbietern oder ebenfalls der Wien Energie kommen, wenn der Energieversorger mit der Abrechnung beauftragt wird. Der Fernwärmepreis wird weiterhin maßgeblich vom Gaspreis auf dem Großhandelsmarkt beeinflusst, denn Fernwärme wird in Wien zu rund 50 Prozent in sogenannten Kraftwärmekopplungsanlagen und Heizkraftwerken aus Erdgas produziert. Trotzdem entsteht bei der Fernwärmeerzeugung deutlich weniger klimascheidliches CO2 als beim Heizen mit einer Gastürme. In Zukunft will der Energieversorger den erneuerbaren Anteil in der Fernwärmeerzeugung erhöhen und weg vom Gas kommen. Dann soll auch der Index, an dem sich der Fernwärmepreis orientiert, angepasst und an die neue Erzeugungsstruktur gekoppelt werden. Die Gasversorgung der Wien Energiekunden sei für die kommende Heizsaison bereits gesichert. Die Speicher seien prall gefüllt, eh, sagte Strebel. Der Füllstand liege aktuell bei 95 Prozent. Zur eigenen Speicherkapazität macht der Energieversorger keine genauen Angaben. Das Volumen reiche aber aus, um alle Haushalts- und Gewerbekonten einen Winter lang zu versorgen.